3, 2, 1, weiter geht's mit Let's Play Kingdom Hearts Recoded. Und dann geht's weiter mit Floor 2. Und wir machen auch mal lieber 10%. Das ist egal. Hauptsache, wir können nachher ein paar Chips kaufen. Das sind dieselben. Das hatte ich den Raum nicht gerade. Okay. Das ist gut. Das ist gut gelaufen. Donaldo. Hast du auch was? Gut, Donaldo. Wow. Das sind ganz schön viele. Spinner. Los. Spinner, ja. Ich weiß, dass es Spinner ist, aber... Ich wollte dir nur mal sagen, dass es auch Spinner sein könnte. 1, 2, 3. Meins! Bling, ding. Donut Fire ist sowieso nutzlos. Also lieber Thunder! Toad is a den, den, den. Hätte die nicht weiterlaufen können, die Bossmucke? Dingsmucke. Wie viel hält der aus? Das ist ein Fungi. Oh, ich bin blind. Okay, weiter geht's. Chikarao. Noch dreimal, zweimal. Oh, ich habe immer die falsche Taste gehabt. Oh, weg war's. Alle Gegner sind auch weg. Ist egal. Yo. Metzelt ihr noch die Kiste für mich? Und weiter geht's. Okay. Hey, Rafungi. Stirb. Noch ein Rafungi. Rafungi. Hä? Wo? Oben? Ich hoffe, es gibt eine Leiter. Nein? Ihr stellt euch jetzt lieber auf herzlose Metzel. Und bam! Ja, ich weiß, wir haben Spinner. Dann können wir Spinner jetzt auch machen? Hier da oben trifft es sowieso nicht. Wir machen Spinner aber einfach mal so voll. Eins. Und geschafft. Hä? Nein, geschafft. Ich hab's, glaube ich, hingekriegt, den zu killen. Donaldo. Okay, einfach mit Kommandos um dich werfen. Und ich die Gegend springen so ein bisschen. Okay, ich habe mein Ziel erreicht. Also ich krieg sehr viel Kohle. Das habe ich auch geschafft. Trotzdem will ich noch gucken, was da oben ist. Es könnte ja immer so eine Kiste mit einer Fähigkeit drin sein. Also mit einem Extra-Chip. Okay, das ist dein Gegner. Eigentlich wollte ich es jetzt nochmal ablaufen lassen. Okay. Na, lassen wir es ablaufen, ist auch egal. Ha, ich hab mich besiegt, obwohl ich auf Kistenmetzel eingestellt war. So. Ja, töte ihn, ohne dass er runterfällt. Oh, wie wo? Null! Das war mies. Ich will da nur rüber. Ich will da nur rüber. Friedlich, gemächlich. Und zwar ohne mein scheiß Endkommando jetzt einzusetzen. Mein gutes Endkommando. Es ist ja übel Gold wert. Oh, ich hasse es. Da will ich nicht rüber. Und dann bloß für so eine Kiste. Ne. Das ist keine gute Kiste. Wir müssen sowieso in den letzten Raum. Bam! Hä? Wieso... Das Kommando versagte genau, als ich hier
es einsetzen wollte. Noch ein paar Kisten metzeln. Da ist nichts. Und Spinner, ja. Man könnte es auch als Spinner Herr bezeichnen. 2, 3, 4, 5. Und bam. Okay, Leute. Dann haben wir diese Viruswelt wohl geschafft. Moment. Oh, tötet den Rafungi. Los. Tötet sie. Tötet sie. Die bekommt man nicht alle Tage zu sehen. Gut, dann mache ich noch einen Spinner eher hier. Auf die letzten Kisten und Kumpanen. Deswegen wird es jetzt laggen. Eigentlich ist ein Lag bei dieser Attacke übel vorteilhaft. Und excellent! Sie sind alle schon vorher verreckt, aber egal. Gut, dann hätten wir das erledigt. Und geschafft. Bam. Ich darf mir jetzt einiges aussuchen. Ich sehe gerade gar nicht, wie viel ich habe. Ach, da oben, 4000. Deblesara. Auf jeden Fall HP plus 2. Ich will diese ganzen Dinger erstmal. Fire Resistance. Okay. Activates the command counter ability, which you counter with a command right after you block. Das ist nützlich. The rest is experience. The rest. Und weiter geht's da. So. Und bam, weg war er. Ich will jetzt erstmal meine ganzen Chips ausrüsten. Ich habe jetzt einige. Wirklich so, dass ich... Oh, ein Level-Up-Chip. Habe ich noch? Debug-Device R. Ich will erstmal den Schlüsselschwert-Slot. Alles andere hat so ein bisschen Wartezeit. Und so. Habe ich hier noch was? Ja! Jawohl! Und Debug-Device R. Gut, dann habe ich jetzt wirklich keinen Chip mehr übrig, aber ich habe eine ganze Menge geschafft. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nur noch 6 Chips fehlen mir. Das ist gut. Und meine Kommandos kann ich natürlich aufleveln. Ich habe Kyuraga. Hatte ich auch vorher. Mit Strike Rate. Und Kyura. Kann ich mit nichts aufleveln. Dann nehmen wir halt meinen Slow noch dazu. Und haben trotzdem ein Kyura. Fyraga. Triple Fyraga plus ist Triple Burst. Aha, noch eine bessere Attacke. Kann ich Fyraga also gleich aufleveln. Wer hätte damit gerechnet? Flying Dash und Thunder Tracer. Können wir ja nichts machen. Nur noch ein Sliding Dash. Und Windstorm. Und, Aeron. Nein, nein, ich will nicht Aeroga. Windstorm ist schon gut. Dann nehme ich Aerobuster. Und dann Buster. Und jetzt meine Ringe. Warte mal, was er macht. Activates Magic Boost. Ja. Activates No Ignite, which prevents enemy from igniting. Ich kann nicht Feuer fangen. Das ist schon mal gut. Aber ich habe da... Warte mal, Activates the No Defense Cut Ability, which prevents enemies from cutting your defense. Die ist auf jeden Fall gut. Ja, die behalte ich auch. Und dann nehme ich das durch Kommando. Und was habe ich jetzt? Energy. Activates the Block Charger Ability, which lets you charge up the Clock Gorge by blocking Clock. No Flip. No Ignite.
Defense Boost. Ja, ich mach No Ignite. Und Schlüsselschwert. Ja. Free Wishes ist nicht so gut. Oh. Zerstört ihr das bitte? Bäh. Und speichern. Dann bin ich jetzt Level 25. Yippie. Stimmt, ich habe doch am Anfang der Viruswelt, der Matrixwelt, da ein Level abbekommen. So, und jetzt lass mich. Bin ich dumm? Bin ich dumm? Andererseits würde ich mal sagen, dass ich den Part hier fürs Erste beende. Ja, gespeichert habe ich ja. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dann.